Herzlich willkommen zum neuen Webtipp bei Kurs4U Tech. Ja, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, ich bin ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, aber nichtsdestotrotz habe ich gesagt, wir müssen diese Woche auf jeden Fall wieder einen Webtipp rausbringen und das mache ich auch, aber der fällt halt diesmal etwas kürzer aus. Ja, vorneweg schon mal vielen Dank für das ganze Feedback, das muss einfach mal gesagt sein, von meiner Seite, aber auch von der ganzen Kurs4U Crew, die im Hintergrund noch mitarbeitet bei dem Kurs4U Projekt. Das Feedback zu den Petya-Viren und allgemein zum Thema Ransomware hat uns echt überrascht und überwältigt. Vielen Dank dafür und wir sind auch bemüht, da auch natürlich weiterhin Videos rauszubringen. Aber vielen Dank schon mal für die ganzen E-Mails, für die ganzen Anfragen, ganzen Kommentare und so weiter und so fort. Damit haben wir ehrlich gesagt nicht so in der Form gerechnet, wie es jetzt passiert ist. Ja, ich möchte euch heute aber nichtsdestotrotz auch wieder was vorstellen, und zwar eine Seite, vielleicht kennt sie der ein oder andere schon, howold.net von Microsoft ist das Ganze. Die haben sich jetzt so eine Art Alterserkennung Seite erstellt. Das ist so wahrscheinlich so eine Art Spaßprojekt. Und ich möchte einfach mal heute gucken, jetzt in dem kurzen Video, Mensch, wie schätzt uns denn Microsoft ein? Und da habe ich mal so ein paar Bilder rausgesucht von der Kurs4U Crew. Einmal natürlich meine Wenigkeit hier unten im Interview mit David Hein. Ich möchte auch mal sehen, was David Hein als Einschätzung hat. Dann unser Gruppenfoto von der Gamescom-Berichterstattung. Und dann nochmal hier den stellvertretenden Projektleiter, den Felix, nochmal zum Vergleich. Ja, und wir gucken einfach mal, was howold.net schätzt. Und dann können wir uns ja noch so ein paar bekanntere YouTuber raussuchen. Bin ich mal gespannt. Wir fangen mal mit meiner Wenigkeit an und David Hein. Wir sagen hier einfach mal Upload Foto. Und jetzt bin ich gespannt. Alter, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Die schätzen mich auf jeden Fall älter ein als David Hein. Also ich kann euch beruhigen, ich bin noch keine 31. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Was sagen sie denn meinem Felix? So. 27. Okay, alles klar. Passt natürlich genauso wenig. Und jetzt gucken wir mal zum Vergleich unser Gruppenfoto. Analyse. Okay, 31 hat er irgendwie sich da fest rein eingeklöppelt. Ja, Andi 29, Georg 26, Felix auch 26. Okay, interessant. Ja, dann gucken wir doch mal zum Beispiel mal den guten Gronkh. Den könnte man doch mal raussuchen. Also, man kann sich auch anhand der Bing-Suche, natürlich der Bing-Bildersuche, kann man sich auch Bilder aus dem Web raussuchen. Lassen wir noch mal Gronkh und Sarrazar hier. 32, 36, okay. Ja, ja, ne, nicht mal so. Ist nicht so weit daneben wie meins. Sagen wir es mal so. Wen könnte man dann noch antreten lassen? Mal, genau, mal ein Minecraft-YouTuber, den Dena. Was nehmen wir denn da mal? Das ist, oh Gott, was ist das denn für ein Bild? 21. Ja, es passt sogar. Also, glaube ich. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, das würde passen. Dann könnte man zum Beispiel mal Angela Merkel suchen. Nehmen wir doch mal das Bild. Mal gucken. 50. Ja, wie alt ist die eigentlich? Gute Frage. Einen habe ich noch. Aus aktuellen Anlass. Ja, nochmal das Bild. Da guckt er ein bisschen Stone. 40. Ja, also ihr seht, es ist ganz lustig. Man kann da auch lustige Vergleiche anstellen. Ihr habt jetzt auch mal gesehen, wie das aussieht, wenn man mal die Kurs4U Crew schätzen lässt. Und das geht mit dieser Seite. Haben auch diverse YouTuber schon gemacht, also wenn wir jetzt die ersten wären, um Gottes Willen. Aber ich habe gedacht, ich zeige euch das mal, falls ihr das noch nicht kennt, in einem Webtipp. Ja, bevor es jetzt zum letzten Punkt kommt, nämlich zu den Killer-Drohnen,
möchte ich aber nochmal darauf hinweisen, ihr könnt uns natürlich jederzeit auch Vorschläge einschicken, wenn ihr sagt, ihr habt irgendwelche coolen Webseiten, irgendwelche Dienste, die wir vielleicht mal vorstellen sollen, dann schreibt einfach eine Mail an redaktion@qso4u.com und wir werden das Ganze mal checken und dann eventuell in eine der Folgen einbauen. Gut, für die letzte Geschichte haben wir hier ein kleines YouTube-Video. Man kann ja mit Fug und Recht behaupten, die Spinnen, die Finnen, die haben nämlich eine Killer-Drohne gebaut und haben da an dieser Drohne einfach mal eine Motorsäge rangehängt, eine laufende. Und hier sieht man das Ganze mal, ich spule mal ein bisschen vor. Leider dürfen wir das Video nicht komplett zeigen, weil wir da nicht die Verwertungsrechte für haben. Aber ich verlinke das Video natürlich, das YouTube-Video. Und hier sieht man auch, wie ja, ein Baum einfach mal gefällt wird. Auch wenn es nun sehr kleiner war, aber das Teil ist schon, kann schon gefährlich sein. Vor allem, wenn das Teil mal runterkommt. Ne? Das ist, damit ist echt nicht zu spaßen. Und ja, die Killer-Drohne, die eben auch mal Luftballons zerstört. Oh. Ja, so viel dazu. Video findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Web-Tipp kommt in 2 Wochen. Nächste Woche kommt wieder QSO4U hilft. Wir schauen mal, ob wir zwischendurch noch ein Tutorial, das ein oder andere Tutorial unterschieben können. Hängt natürlich auch davon ab, wie sich meine Erkältung die Woche so entwickelt. Und diesbezüglich bis zum nächsten Mal, euer Steffen Kolb von QSO4U Tech.